So, wir machen den Abstecher nach Bologna. Das Traditionsgericht schlechthin. I Tortellini im Brodo. Hier habe ich jetzt auch wieder meine Ricotta-Füllung gemacht. Wäre natürlich total falsch. In Bologna muss es eine Fleischfüllung sein mit den Zutaten, die ikonisch eigentlich für die Emilia-Romagna stehen. Die Füllung besteht aus Schweinefleisch, aus Prosciutto, aus Mortadella, aus Parmigiano, ein bisschen abgeschmeckt mit Muskatnuss, fein gemixt. Und das gibt uns so eine Fleischfarce und der Geschmack dieser Füllung katapultiert mich jedes Mal sofort in eine schöne Osteria, in die Emilia-Romagna. Das hier ist eine Bicicletta, ein Fahrrad. Ein super schönes Instrument, ein bisschen altertümlich. Damit fährt man diese Quadrate ab. Ich kann hier einstellen, wie breit ich meine Quadrate möchte. Und für Tortellini, obwohl man immer sehr, sehr große Exemplare sieht, in Bologna sind die wirklich wunzig klein, also so 4 cm Kantenlänge vom Quadrat. Und ist natürlich auch ein bisschen fitzelig dann zum die schließen. Wir starten auch wieder zuerst zu einem Triangolo, zu einem Dreieck. Schließe also die beiden Spitzen zueinander. Verschließe die Kanten. Man sagte, die Form eines Tortellino ist angelehnt an den Bauchnabel einer hübschen Frau. Die Legende will, dass irgendwie so ein Küchenjunge als Spanner durchs Schlüsselloch geguckt hat, als irgendeine Principessa in der Stadt war. Und die hat sich dann ausgezogen und er hat diesen Bauchnabel gesehen und versuchte dann eine Pasta nachzuahmen, die eben ausschaut wie ein hübscher Bauchnabel. Aus meinem Triangolo gehe ich auch wieder die beiden Spitzen vorne verschließen, fest andrücken. Auch hier sehen wir kein Ei, kein Wasser, Eigelb, was auch immer. Stellen vielleicht den Kamm noch ein bisschen so auf. Und das ist die ideale Größe eines Tortellino Bolognese. Es empfiehlt sich natürlich, nicht gerade eine Riesenbahn bereitzulegen, weil in der Zeit, bis ich 5-6 verschlossen habe, ist meine Pastabahn wieder zu trocken. Also entweder organisiert man sich 17 helfende Hände oder man arbeitet wirklich portionsweise, dass der Teig hier nicht wegtrocknet. Es geschieht auch, es gibt zwei unterschiedliche Arten zum Verschließen. Die einen gehen um den kleinen Finger. Es gibt natürlich noch die kleinere Form. Und die meisten verwenden aber den Zeigefinger, den man da ein bisschen dagegen drückt, vorne verschließt. Die kann man auch gut ein bisschen trocknen lassen, wenn man sie tieffrieren möchte. Geht das natürlich auch sehr gut. An der Luft zu trocknen muss man sich immer bewusst sein, wenn man eine feuchte Füllung hat. Es ist nicht so ideal, dann lieber Schock frieren. Wenn sie trockener ist, kann man sie gut auch auslegen auf dem Pastabrett oder auf einem Küchentuch und antrocknen lassen. Und dann so auch ein paar Tage im Voraus Tortellini produzieren, weil sie sind ja doch nicht gerade in 5 Minuten gemacht. Also ein bisschen Geduldsspiel, aber einfach einmalig und auch so hübsch anzusehen. Ecco qui.